Gut. Also, wir werden Rechenarchitektur besprechen. Das ist das Thema quasi, wie ein Rechner aufgebaut ist, wie intern der funktioniert, aus welchen Bestandteilen der sich zusammensetzt und wie ja, intern die funktionieren, damit sie quasi so ein richtiges Verständnis haben, wie Berechnungen funktionieren, worauf man achten muss. Schauen wir mal. Also, haben Sie irgendwelche Vorerfahrungen dazu? Schon mal mit Low-Level-Programming oder so sich beschäftigt? Oder sich mal die Frage gestellt, ist ein Rechner besser, der mehr Gigahertz hat oder der mehr Kerne hat? Oder wenn Sie sich vielleicht einen Prozessor kaufen wollten und Sie haben festgestellt, was ich in den 2000ern ist, die Gigahertz-Anzahl immer weiter bei den Prozessoren gestiegen, aber irgendwann dann nicht mehr. Was ist da passiert? Oder Sie sich gefragt haben, ich habe jetzt hier zwei Prozessoren, die haben vielleicht gleich viel Gigahertz. Der eine hat größeren Cache, der andere hat vielleicht mehr Kerne. Was ist besser? Ja, also das werden wir auch alles berühren. Erstmal ein Hintergrund zu mir. Mein Background, ich bin also Professor für Netzwerk, Kommunikationssystem, Cybersicherheit. Seit 2 Jahren hier. War vorher, also mein Themenbereich sind eigentlich hauptsächlich eben Netzwerke. Da war ich auch bei Honda im Themenbereich auch IT-Sicherheit. Habe mir angeschaut, wie Privacy in der Datenerhebung, Datenauswertung betrachtet werden kann. Habe mir in der Industrie eben angeschaut, wenn Sie jetzt zum Beispiel zu einer Autoflotte wissen wollen, wie lange hält so ein Akku eines Autos, abhängig von der Fahrleistung vielleicht, ohne zu erfahren, was Max Mustermann vielleicht genau in seinem Auto direkt hat, sondern sie wollen quasi die Statistik haben, aber nicht einzelne individuelle Werte. Da habe ich mir angeschaut, wie man das berechnen kann. Oder wenn wir zum Beispiel, typisches Beispiel, wenn wir jetzt die Durchschnittsalter aller Studierenden hier berechnen wollen, ohne zu erfahren, was der individuelle Person für ein Alter hat, wie das geht. Also wie kann man auf Daten rechnen, auf die man nicht zugreifen kann, aber das Ergebnis soll stimmen. Klingt spannend. Genau, Mathe, Informatik, Elektrotechnik hatte ich, habe mich auch lange mit sozialen Netzwerken beschäftigt an der Uni Düsseldorf. Hauptsächlich verteilte soziale Netzwerke, also wie kann man Peer-to-Peer-Technologien dazu nutzen. Also kennen Sie ja vielleicht File-Sharing. Dazu wurde es hauptsächlich genutzt. Da haben 1 Million, 2, 3 Millionen Teilnehmer in so ein Netz interagiert. Alle hatten das auf ihrem Notebook oder Desktop oder so installiert, haben dann teilgenommen, haben ein bisschen Rechen Kraft, Speicher, Bandbreite zur Verfügung gestellt und der ganze Dienst wurde quasi dadurch zum Leben gebracht, ohne dass ein Server involviert war, ohne dass jemand irgendwelche Gebühren für irgendwelche ja, Server bezahlen musste, ohne dass da einer quasi Adminrechte hatte und Dateien da rauslöschen konnte. Und da habe ich mir angeschaut, wie kann man das für soziale Netzwerke nutzen, die ganz andere Sicherheitsanforderungen haben. Ne? Wenn Sie ein soziales Netzwerk haben, dann haben Sie ein Profil, das sollen nur Sie bearbeiten dürfen. Sie wollen vielleicht auswählen, wer darauf zugreifen darf. Wenn Sie E-Mails verschicken in so einem sozialen Netzwerk, dann wollen Sie sicherstellen, dass nur der Empfänger das lesen kann. Und wenn Sie jetzt annehmen, es gibt keinen Server, sondern Sie müssen ja die E-Mail, die Ihr Freund bekommen soll, auf irgendeinem anderen unzuverlässigen PC ablegen, damit er es dort wiederfindet, ist die Frage, wie findet man das? Wie stellt man sicher, dass der Datenspeichernde das nicht lesen darf, sondern nur der Adressierte. Wie wird sichergestellt, dass, wenn der offline geht, kann er ja einfach so machen, die Daten dennoch noch drin bleiben? Genau. Aber in diesem ganzen Kontext ist halt auch genau relevant, genau, wie eigentlich Systeme und Rechner funktionieren, weil eigentlich das so unser Brot und Butter ist, womit wir uns immer beschäftigen. Wir nehmen alle an, es gibt Computer, die machen irgendwie was und wir schauen uns an, aus welchen Bestandteilen setzen sich Computer zusammen? Wie funktionieren sie intern? Also wie wird, wenn Sie jetzt so eine Exe-Datei runterladen und ausführen, was passiert da, damit quasi auf Ihrem Bildschirm dann ein Bild kommt und da irgendwelche Berechnungen durchgeführt werden? Was passiert da eigentlich unter der Haube? Vorab nochmal, es gibt so einige Ankündigungen, wurde ich gebeten, Ihnen darzustellen. Okay. So, kommen wir also zur Rechnerarchitektur nochmal. Genau, also allgemeine Informationen, was kommt dran, wie läuft die Übung ab, was ist in der Prüfung, was erwartet Sie da?
Literatur nochmal und dann geht es quasi dann inhaltlich auch los. Also erstmal die Termine. Meine Empfehlung, schauen Sie mal im Verbundes nach. Wir haben einige Ausnahmen in diesem Semester, also zu diesem Vorgehen. Also wir haben unsere Vorlesung mittwochs jetzt quasi hier, freitags um 8 Uhr und die Übung freitags Nachmittag. Ich habe dann natürlich angefragt, ob wir das irgendwie inhaltlich zusammenlegen können. Ging nicht. Schade. Ist jetzt aber so. Also das heißt, wir haben dann quasi Freitag zwei Termine mit ziemlich viel Zeit dazwischen. Aber die ganzen Ausnahmen, die es auf der nächsten Folie geben wird, die finden Sie quasi in Verbundis. Ich zeige Ihnen das mal kurz, wie das dann zum Beispiel aussieht. Mal schauen, habe ich ein Beispiel. Ja, also zum Beispiel habe ich hier eine Dienstreise im November in dieser Woche und da steht Vorlesung auf YouTube, Dienstreise. Also wenn Sie da in den Terminkalender reingehen, dann steht da, findet online statt und hier ist dann der Link, wo Sie das dann finden. Also ich halte Verbundes dann immer aktuell. Das sind die ganzen Ausnahmen, die es geben wird. Also die ersten drei Wochen, da haben wir eine Überlappung mit Preu. Das ist halt ein bisschen, ich weiß nicht. Also ich habe nicht immer Einfluss darauf, wie das zustande kommt. Genau, und hier geht es bei mir hier bis 8 Uhr. Eigentlich immer, also das ist ein bisschen kürzer, genau, und das überschneidet sich mit der Vorlesung. Nee, das ist sogar die Übung. Genau, das heißt, die ersten drei Wochen, also diese nächste und übernächste Woche, wird es eben diese Überschneidung mit Preu geben, wo ich eben auch eine Vorlesung halte. Das heißt, die erste Übung wird ausfallen, da haben wir auch noch nicht genügend Inhalte dafür zusammen. Das heißt, der erste Termin findet nächste Woche statt, aber das wird eine Vorlesung sein und die kann ich eben nicht zeitgleich halten. Deshalb werde ich die nur hochladen und Ihnen zur Verfügung stellen. Dafür werden wir dann morgens eben die Übung haben. Es gibt auch Raumverschiebungen, das sehen Sie dann auch. Und das Gleiche auch die Woche drauf, da werden wir morgens die Übung haben und nachmittags eben die Vorlesungsaufzeichnung bereitgestellt. Das heißt, das ist die eine größere Ausnahme, die Dienstreise für die drei Termine betrifft. Das ist die ersten drei Wochen. Habe ich das hier? Sehen Sie, doch die ersten hier. Die ersten drei Wochen wird es eben so sein. Dann gibt es am 23. noch einen Termin. Da kann ich auch nicht zeitgleich die Vorlesung halten. Dann ist da noch ein Allheiligen. Die fallen aus. Und dann habe ich noch eine Dienstreise. Da bin ich die Woche über weg. Da würde ich dann die Vorlesung auch online stellen und die Übung eben dann nachholen, also am 4. Dezember. Schauen wir da mal rein. So, das ist sehr responsiv, so genau. Hier steht Übung statt Vorlesung und hier haben wir dann, also in dieser Woche dann zwei Übungen. Dann holen wir einfach Inhalte nach. Das heißt, das sind, also genau, und am 11., Moment, 11.12. oder 11.11. Ich muss da nochmal kurz schauen, nicht, dass ich mich hier vertippt habe. Ich glaube, naja doch, der 12., das stimmt, okay, genau. Das heißt, da wird es auch nochmal einen Termin geben, da ist die ganze Informatik involviert, da findet die Akkreditierung statt. Ja? Ja, der Herr Mengel, Professor Mengel, aber der ist auch an viele Sachen gebunden. Also einmal, er legt es nicht einfach so fest, ich habe den auch angeschrieben, dass ich das gerne zusammenlegen würde, aber der ist einmal durch die Räume gebunden, also in welchem Raum was stattfinden kann, welche sind schon belegt, dann ist er darin gebunden, welche parallelen Veranstaltungen stattfinden. Also zum Beispiel gerade am Mittwoch hätte es sich ja sehr gut angeboten, dass, hier habe ich mal so meinen Dienstreisetag, genau, dass die Vorlesung direkt nach der Vorlesung stattfindet, aber gerade der Mittwochnachmittag ist für viele Gremienarbeiten vorgesehen und da Mittwochnachmittag geht zum Beispiel nicht und dann konnte man es auch nicht auf Freitagvormittag oder auf 10 Uhr verlegen, sodass es enger beisammen ist. Also der ist da auch gebunden. Der versucht zu optimieren, aber es gibt viele Nebenbedingungen und manchmal gibt es halt unglückliche Konstellationen, ist aber auch nicht so schlimm. Ich glaube, es gibt andere, Vorlesungen, die haben es ein bisschen herausfordernder. Wie gesagt, also Preu
findet jetzt die nächsten 3 Wochen donnerstags und freitags bis 20 Uhr statt, genau. Auch suboptimal, aber naja. Also, die Folien sind ja dann online, werde ich auch nochmal in OLAT stellen und auf Verbundes haben sie aber immer die aktuelle Änderung, weil sowas wie Raumverschiebung gibt es auch und dann haben sie eben das Aktuelle immer in Verbundes. Genau, Online-Vorlesungen auf YouTube, das heißt, wie Sie schon sehen, also erstmal zu OLAT, ich glaube, da sind Sie wahrscheinlich alle mit dabei. Ich gehe hier mal auf OLAT, ja, nicht IT-Sicherheit, Kurse, Rechenarchitektur, genau, dann sehen Sie Inhalte und Literatur, die Vorlesungsunterlagen, das wird eigentlich die Hauptelemente sein. Hier schon mal zu CPU-Element, ein Foliensatz, 250 Folien ungefähr und Übungsunterlagen, die erste Übung ist auch schon online, sodass wir die nächste Woche dann besprechen können. Die Vorlesungsaufzeichnung, mal gucken, klappt das? Verweist es auf den richtigen... ja genau, der Bing, genau, das ist quasi, es sind noch keine Folien online, weil ich die jetzt gerade halte. Genau, also da haben Sie den Link und Big Blue Button ist für den Fall vorgesehen, dass die Veranstaltung zwar remote stattfindet, also online, aber zeitgleich. Also das heißt, bei vielen dieser Termine kann ich eben einfach nur eine Vorlesung gleichzeitig halten. Das heißt, Rechenarchitektur werde ich aufnehmen, aber wenn ich quasi woanders bin oder irgendwie aus anderen Gründen die Vorlesung online stattfindet und ich kann die Zeit gleich halten, dann würde ich das hier im Big Blue Button machen. Achso, dann kann ich mal so eine permanente Reservierung hinzufügen und das ist halt ein Raum, wo die Vorlesung immer stattfinden könnte. Ja, also dann kann ich hier drauf gehen, also jetzt nicht bearbeiten. Also naja, wenn ich das speichere, dann kann ich das eben aufrufen. Na gut. Aber das ist aktuell noch nicht so vorgesehen. Also OLAT kennen Sie, alles wunderbar. Sie können mich auch immer anschreiben. Meine Kontaktdaten stehen wahrscheinlich auch irgendwo. Das ist natürlich die gute Frage, steht das irgendwo? Ah ja, muss ich noch hinzufügen. Ansonsten werde ich auch auf OLAT stellen. Sie können mich da jederzeit anschreiben, wenn Sie da irgendwie so Fragen haben, Näheres. Ne? Also das ist immer ganz gut. Ja? Ja, die Mail, genau. Und die Frage ist auch, Termine, werden Sie das auch noch als Message in den OLAT-Kurs reinschreiben? Diese Termine hier, diese Ausnahmen. Ich werde es als aktuell, also als Ankündigung, als aktuelles ins Aktuelle da reinfügen. Weshalb es ein bisschen, weshalb ich es noch nicht so ganz gemacht habe, ist, dass man diese Nachrichten nicht gut ändern kann. Also sagen wir mal, es kommt irgendwie heraus, dass, was ich hier am 23. wird doch live gehalten, dann kann ich nur das Gesamte ändern, aber nicht, also ich werde es reinstellen, ich werde es da aktuell halten, aber am Ende letztlich sehen Sie immer alles aktuell in Verbundes. Aber ich werde es auch immer ankündigen, auch in die Woche davor und so, also es wird Sie nicht überraschen. Genau. Und wenn ich mich einmal vertippe, kriegen Sie eine Mail. Wenn ich das korrigiere, kriegen Sie eine Mail. Das ist dann, aber ich werde es machen. Ich werde es machen. Gut. Genau, Vorlesungsaufzeichnung. Also ich werde die Vorlesung, also ich habe hier mein Mikrofon, ich habe hier mein Steam Deck. Da sehe ich, ob die Aufnahme läuft. Das ist schon ganz praktisch. Also wenn das da rot pulsiert, dann ist es gut. Weil früher hatte ich dann gemeint, das nimmt auf und es hat nicht aufgenommen. Und jetzt sehe ich das und ich habe da die Übersicht. Das werde ich also aufnehmen. Sie kann man dabei, glaube ich, nicht hören, weil das Mikrofon das Feature hat, dass es quasi nur so im räumlichen Bereich funktioniert. Also es ist kein Top-Mikrofon. Das sollte eigentlich datenschutzrechtlich okay sein. Genau, und dann lade ich es nach der Vorlesung normalerweise gleich hoch. Genau. Meine Beobachtung, das mache ich schon seit Jahren eigentlich so. Und ich möchte es gern wirklich nur für zeitlich eingespannte Studenten zum Nacharbeiten oder eben für diese Ausnahmen, wo es nicht live geht, anbieten. Weil meine Beobachtung ist sonst, jetzt sind es schon mehrere geworden, 19, 20. Wenn ich das sage, ja, es gibt es online, dann zack, geht es runter auf 30% oder so.
Und wenn ich dann anschaue, zusammenzähle, wie viele vor Ort hier sind, plus wie viele sich das Video anschauen, dann ergibt es nicht die Gesamtzahl. Also es fehlen dann immer noch 20-30%, die sich das Video nicht anschauen, bis kurz vor der Klausur. Dann gehen die auch dann gehen die Videoabrufzahlen nicht ausreichend schnell hoch. Also irgendwie, ich weiß nicht, also es verführt dazu, gerade in den ersten Semestern ist man plötzlich, ich weiß nicht, sind jetzt ja schon länger aus der Schule raus, aber damals gab es halt Anwesenheitspflicht und das ist alles sehr wichtig. Und jetzt haben sie halt volle Freiheit, können theoretisch die ganze Zeit zu Hause bleiben vielleicht. Und manche überfordert das, muss ich sagen. Und es ist einfach sinnvoller, immer zu kommen, zu interagieren, gerade in den Übungen. Dann haben wir auch noch mehr Austausch. Auch mal wirklich, also man lernt nur, wenn man quasi interagiert, wenn man seine Lösungen vorstellt, gerade in den Übungen, weil dann offenbart wird, wo man vielleicht, vielleicht was anders gesehen hat oder wo es noch Lücken gibt. Also kommen Sie zur Vorlesung, kommen Sie zu den Übungen, nutzen Sie das, diese Aufzeichnung nur ergänzend, zusätzlich, um es ein zweites Mal anzuschauen, neben der Präsenzveranstaltung. Und diese kontinuierliche wöchentliche Beschäftigung damit, das vertieft schon dann die Inhalte im Kopf und es bietet Ihnen einfach Gelegenheit, es intern arbeiten zu lassen. Ja. Genau. Zu den Übungen. Genau, das erste Übungsblatt habe ich jetzt schon online gestellt. Es wird inhaltlich in die Richtung gehen. Wir werden erstmal so die Binärzahlen aufgreifen. Ich kann es ja noch mal kurz öffnen. Also irgendwie Moores Gesetz, Assembler und Maschinensprache und dann Binärdarstellung, Zweierkomplementdarstellung. Dabei geht es erstmal. Wir starten, werden Sie auch gleich sehen, quasi ganz low level und fügen dann die Themen bottom-up zusammen. Also werden Sie sehen, wenn wir dann quasi über das Thema diskutieren. Also wenn ich Ihnen da vorstelle, die Gesamtübersicht zu der Vorlesung, dann werden Sie sehen, dass wir von Grund auf beginnen und dann beginnen wir halt erstmal mit den Zahlen. Wir haben insgesamt, kurzer Blick, 28 Vorlesungseinheiten und 11 Übungen. Genau. Eins davon wird auch so eine Probeklausur sein von den Übungen. Sie haben mindestens eine Woche Bearbeitungszeit für die Übung. Also machen Sie das zu Hause, gehen Sie das durch. Eigentlich sollte es wissen, es sollten wir vom Stoff her so weit sein, dass Sie die Übung bearbeiten können. Und dann besprechen wir dann in der Übungsstunde die Themen. Die Übungen sind klausurrelevant. Also wie gesagt, also wir haben, die Klausur ist ja schriftlich, ist ja auch, naja, rechten, also Sie müssen dann Informationen wiedergeben, Sie müssen dann Berechnungen durchführen. Und gerade diese Berechnungselemente, die haben wir halt in der Übung. Wir haben ja auch in der Vorlesung Beispiele, ja, wo man mal so eine Berechnung, was weiß ich, Systemperformance, wie man die misst, wie man zwei CPUs miteinander vergleichen kann oder Durchsatz von Festplatten und SSDs oder wie viele Instruktionen werden mit Prozessormodell A oder B durchgeführt innerhalb von 10 Takten oder so. Sowas, also das nehmen wir in der Übung dran, ja, und die Klausuraufgaben sind da sehr nah dran, ja, also es ist jetzt sehr, also dadurch, dass wir so diese Übungen haben, sind auch, also was kommt in der Übung dran? Sie können sich das ja so vorstellen, wir haben ein, das ist, sagen wir mal, ein Kapitel zum Themenbereich A. Ja, und da ist einiges an Inhalten, aber es sind halt vielleicht nur einige berechenbare Aufgaben drin. Also was man wirklich berechnen kann. Es gibt in der Klausur dann Wissensaufgaben. Also da werden Sie gefragt, was weiß ich, wir hatten Unterschiede zwischen CISC-Prozessoren und RISC-Prozessoren. Das werden Sie zum Beispiel kennenlernen. Was ist der Unterschied? Aber wenn es darum geht, wie gesagt, Beispiel Performance von Prozessoren mit den und den Gigahertz-Taktungen und internem Aufbau XY, da sind Ihnen dann 5 Zahlen gegeben, da sollen Sie was draus berechnen. Und das üben wir ja dann, damit Sie das schon mal gesehen haben, dass Sie nicht in der Klausur zum ersten Mal damit adressiert werden, sondern, genau, also eigentlich orientieren sich die Klausuraufgaben an den Übungen offensichtlich, die bedingen sich gegenseitig, genau, also daher sehr wichtig, das vorzunehmen. Und was ich noch vielleicht für die Klausur Vorbereitung mitgeben kann,
wenn, ich guck mal, Moment. Nee, sollte ich das so machen? Genau. Ja gut, eine Folie noch. Eine Folie noch. Und dann sage ich Ihnen was ich zu den Klausurvorbereitungen vielleicht nennen kann. Erstmal zu den Folien, wie die sich zusammengesetzt haben. Also das meiste, ich muss einfach darauf verweisen, also Open-Source-Gedanke, bewährtes Verwenden, punktuell verbessern. Die meisten Folien sind von Klaus Lang. Manche sind hinzugekommen von Stefan Kratzenbeißer, der Uni Passau Technische Informatik lehrt. Bei den tieferen, weiteren Themen. Genau, wollte ich nur darauf hinweisen. Also, zum Aufbau der Vorlesung. Welche Themen kommen dran? Hier ist schon eine kleine Kategorisierung vorgenommen. Sie sehen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Themen. Komplexe, ja. Ich habe mir jetzt die Slides bis hierhin quasi, bis Punkt 10 quasi online gestellt unter dem Begriff CPU, weil hier haben wir quasi einen Aufbau, also quasi Computeraufbau. Ja, vielleicht mit von Neumann-Rechner noch. Also aus welchen Komponenten besteht der? Ja, vielleicht gehört das dazu, egal. So, und dann kommt hier CPU dran. Also wie verarbeitet eine CPU Anweisungen? Wie ist überhaupt ein Programm aufgebaut? Wie wird eine Liste von Instruktionen, von Befehlen quasi in einem Programm abgearbeitet? Also wir schauen uns dann an, also der Abwickler, der arbeitet das dann quasi ab. Dann gibt es, was sind Anweisungen, Operatoren, wie ist das aufgebaut? Steuerkreis, das ist so ein Metamodell, was quasi die CPU intern steuert. Die CPU hat, werden wir sehen, verschiedene Bausteine, die einfach zur Verfügung stehen. Sowas wie arithmetisch-logische Einheit, die addieren kann oder die multiplizieren kann oder die Speicherzugriffe machen kann. Das sind alles so Bausteine, die herumliegen, ja, in der CPU. Und dieser Steuerkreis, der koordiniert, welcher dieser Komponenten genutzt wird. Dann schauen wir uns verschiedene Befehlssätze an, schauen, wie das Ganze schneller gemacht werden kann, sodass mehr Befehle pro Zeiteinheit abgearbeitet werden können. Rechnerstrukturen geht dann, naja, Rechnerleistung ist dann quasi, wie dann die CPUs bewertet werden. Also alles rund um CPUs. Dann betrachten wir uns I.O., also das heißt, wie wird interagiert mit anderen Modulen, wie kommuniziert die CPU mit anderen Komponenten im System, eben mit der Tastatur, mit dem Bildschirm, mit dem Drucker. Mit USB und so. Danach schauen wir uns an, großer Themenbereich Speicher. So, Speicher. Wie der intern aufgebaut wird, wie der Zugriff darauf erfolgt, welche Arten von Speichern es gibt, wie die aufgebaut sind, wie sie quasi strukturiert sind. Das heißt, warum haben wir meistens Zweierpotenzen als Speichergrößen? Wie kommen die Caches da rein? Wie, wenn ich jetzt quasi einen redundanten Speicher habe und die Daten können hier oder da stehen, eben im Cache, das ist ja quasi so ein Zwischenspeicher für häufig genutzte Informationen, wie wird quasi sichergestellt, dass der immer aktuell ist im Vergleich zu den Speichermodulen. Und dann eher so Remote-Speicher, die weiter weg sind von der CPU, Speichermedien, Festplatten, SSDs und sowas. So, kurz vorweggegriffen, also Sie sehen, wir haben hier eigentlich das von Neumann-Modell, also wir haben den Rechner, wir haben Input-Output, wir haben Speicher. Und das sind eigentlich die Komponenten, die man bei so einem von Neumann-Rechner hat. Ich glaube, in iCrew hatten sie das auch schon. Hatten sie schon? Genau, also da gehen wir, also wir folgen das offensichtlich. Und dann kommt hier nochmal CPU 2 quasi. Also das Ziel der CPU-Entwickler ist ja letztlich immer, mehr Operationen pro Sekunde oder pro Zeiteinheit zu verarbeiten. Und das hier hat so mehr den Fokus auf eine CPU. Und dann geht es mehr in die Richtung von mehreren CPUs. Also Ihr Rechner hat wahrscheinlich mehrere Kerne. Also Punkt Nummer 1, Multithreading, dass er mehrere Prozesse gleichzeitig ausführen kann und nicht nur einen hintereinander, also einen Prozess und dann den nächsten und so, sondern mehrere gleichzeitig laufen können.
Und dann Multiprozessorensysteme, also mehrere Kerne, wie interagieren die miteinander? Das ist so, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das hier quasi hier hinschieben soll, aber ich lasse es jetzt erstmal da. Und dann gehen wir in die Richtung Virtualisierung, das heißt, wie diese ganze Berechnung und Rechnerarchitektur auf einem Gerät mehrfach betrieben werden kann. Ja, also gerade Maschinenvirtualisierung, also virtuelle Maschinen, Operating Systems, Docker und sowas werden wir auch anreißen, welche Arten es da gibt, die Ausführung zu virtualisieren. Also so, dass man mehrere Betriebssysteme gleichzeitig auf einem System laufen lassen kann. Und dann geht es noch in die weite Ferne, wie man quasi über ein System hinweg dann die Ausführung vom Programm noch weiter erstrecken kann. Also nicht mehr ein PC, auf dem alles läuft, sondern ein Netzwerk von PCs. Genau, und eigentlich haben Sie dann mit diesem Paket dann quasi die Übersicht dazu, wie ein Rechner aufgebaut ist, welche Zukunftsentwicklungen es gibt, gerade in Richtung verteilte Virtualisierung. Ja, hier bin ich noch nicht ganz schlüssig. Das werden wir noch sehen, ob da noch Quantenrechner reinkommen. Quantencomputing, so quasi der Grundgedanke dazu, wie das funktioniert und was man da mitbringen muss, weil es wird ja auch langsam ein Emerging Trend. Also Unternehmen haben mittlerweile schon kleinere Quantencomputer. Es ist noch ein bisschen unklar, was man damit Sinnvolles berechnen kann. Es gibt so einige Algorithmen, wo sie Vorteile bieten, aber das ist schade. Also es ist auch ganz hilfreich zu wissen, wie die intern funktionieren, was die Stärken sind, was sie nicht können. Also ich bin noch ein bisschen unschlüssig, ob ich dieses Thema quasi damit austausche. Werden wir dann sehen. Haben noch ein bisschen Zeit dazu. Okay. Zu der Prüfung, also das wollte ich ja nochmal aufgreifen. Am Ende gibt es einfach eine Klausur und da gibt es eben Aufgaben von dem Typ Wissensfragen. Also typische Fragen sind Sie haben irgend so einen Code gegeben und wo könnten hier müsste es eigentlich Hazards geben irgendwo, ne? Interrupts, Unterbrechungen. Wo könnten quasi Code in der Ausführung unterbrochen werden? Sollen Sie da erkennen? Aber wie gesagt, ich versuche alles, was später auch in der Klausur drankommt, hauptsächlich, wo Sie auch rechnen müssen, das werden wir auf jeden Fall in Übungen dran haben. Manchmal gibt es da noch so Wissensfragen. Wir haben Speicherstruktur A, B, C kennengelernt. Was ist der Unterschied zwischen A und B oder so? Wie sollten Sie ans Lernen herangehen? Also was ich Ihnen sehr empfehlen kann, ist, das sind ja irgendwie so 22 Unterpunkte. Schauen Sie mal zu jedem dieser Unterpunkte, welche Begriffe oder welche Konzepte werden eingeführt. Es sind pro Punkt nicht so viele, also vielleicht 2, 3, dass Sie vom Wissen her für sich eine Zusammenfassung dieser Abschnitte des Foliensatzes erstellen, auf Papier, DIN A4, irgendwie, dass Sie selber sich das zusammenfassen, mit Ihren Worten, welche grundsätzlich neuen Informationen hinzugekommen sind in diesem Abschnitt, so dass Sie quasi durch den Zusammenfassprozess auf ein kleines Stück Papier, also ich empfehle immer, nehmen Sie so ein DIN A4-Blatt, versuchen Sie den möglichst Punkt für Punkt, Woche für Woche zu erweitern mit dem, was Sie Neues dazugelernt haben und was Sie an Grundsätzlichen gelernt haben. So dass Sie am Ende der Vorlesungszeit quasi so eine Art Spickzettel haben, den Sie in der Klausur nicht verwenden. Muss ich nochmal kurz überlegen. Weil in einer Klausur hatten wir mal ich muss nochmal überprüfen, ob das in dieser war oder ob ich das wieder anbiete. Es kann sogar sein, dass ich in der letzten Rechnerarchitekturklausur einen handgeschriebenen DIN A4-Zettel erlaubt habe. Also eine Seite oder zwei Seiten, bin ich noch nicht ganz sicher, werde ich Ihnen nächste Woche mal mitteilen. Weil es einfach dazu ermutigt, quasi, das ist auch für alle anderen Vorlesungen eigentlich sinnvoll, versuchen Sie in eigenen Worten kurz zusammenzufassen, was in den einzelnen Abschnitten eingeführt wurde. Und oft ist es so, da werden 2, 3 neue Konzepte eingeführt. Dazu gibt es Beispiele, Erläuterungen, Herleitungen, aber die Konzepte ufern jetzt nicht aus von der Anzahl. Und wenn Sie das dann eben können, dann ist es schon ganz praktisch.
So. Gibt es erstmal zur Organisation Fragen? Okay. Also, wir werden, wie gesagt, erstmal jetzt die Begriffe einführen. Was sind auch von der Abgrenzung Rechnerarchitektur, es gibt noch Rechnerorganisation und dann quasi, ja, ist vielleicht doch, das ist hier das erste Ziel, so ein Computeraufbau, aus welchen Komponenten besteht es und danach dann in die CPU-Welt, IO-Welt, Speicherwelt einsteigen. Okay, erstmal zum Begriff, was ist so, was ist Rechnerarchitektur? Von der Herleitung her, also es gibt da verschiedene Definitionen, die schauen wir uns an. So zwei, drei Folien lang schauen wir uns jetzt die Definition an und schauen mal, was der allgemeine Konsens darin quasi ist. Also da steht, a study of computer architecture is the study of organization and interconnection of components of computer systems. Also es geht um die Komponenten eines Computersystems. Also das sind dann eben zum Beispiel CPU, Speicher, I.O. und was da drin vielleicht noch an Unterkomponenten bestehen, wie die organisiert sind, also wie da vielleicht so eine Baumstruktur ist, also aus welchen Elementen besteht vielleicht CPU und wie die miteinander interagieren. Computer Architects construct computers from basic building blocks such as memories, arithmetic units and buses. Das habe ich noch schon vorhin gesagt, also gerade so eine CPU werden Sie sehen, besteht aus so Building Blocks, also aus Bausteinen, also ein Arithmetic Unit, irgendein so ein Gatterkonstrukt, das kann addieren. Und dann haben Sie noch eins, das kann Fließkommazahlen multiplizieren. Und dann haben Sie noch eins, das ermöglicht einen Zugriff auf den Speicher. Und dann haben Sie vielleicht noch einen zweiten Addierer. Und dann haben Sie einen Bus zum Speicher und einen Bus zum Netzwerk und einen Bus zum zwischen den Prozessoren. Ja? Und das liegt erstmal brach da. Ja? Und die Frage ist, erstmal, wie sind die miteinander vernetzt und wie kommunizieren die miteinander, sodass da überhaupt was zustande kommt? Also woher weiß das System intern, okay, jetzt muss ich zwei Zahlen addieren und danach muss ich es hier hinschreiben. Woher bekommt es diese Information? Genau, und aus diesen Building Blocks, also der Computerarchitekt ist eigentlich der so ein CPU oder ja, auf höheren Level, also der Computerzusammensteller, der verschiedene Speicher hat, vielleicht so ein Mainboard-Bauer, can construct anyone of a number of different types of computers, ranging from the smallest handheld pocket calculator, naja, zu den großen. The functional behavior of the components of one computer is similar to that of any other computer, whether it be ultra small or ultra fast. Also der Grundgedanke ist, dass die Computer auch so aufgebaut sind, so allgemeingültig sind, dass sie Berechnungen prinzipiell auf allen Geräten durchführen können, weil sie alle denselben Problemraum abdecken, also oder Lösungsraum abdecken. Also wenn Sie ein Programm haben für Computer X, dann müssen Sie vielleicht die Sprache ändern, aber dasselbe Programm kann dann auch auf Computer Y laufen. Braucht vielleicht länger, gibt vielleicht andere Speicherherausforderungen oder so, aber prinzipiell sollen dieselben Befehlszeilen hintereinander auf allen Geräten ablaufen können. Mal eine Ausnahme, wo ist das nicht der Fall? Sagen wir mal, Sie haben irgend so einen Taschenrechner, so einen ganz simplen, solarbetriebenen, der addieren, multiplizieren, dividieren kann, aber halt nicht Quadrate oder Logarithmen oder so berechnen kann. Dann können Sie das halt nicht, weil das wird nicht unterstützt. Oder Sie haben so einen Abakus oder so, der kann auch nicht Logarithmen ausrechnen, weil der einfach nur addieren kann oder so. Also es gibt Computer, die sind in ihrer Funktionalität eingeschränkt, die sind nicht so mächtig, alle Lösungen, die es geben kann, quasi durchzuführen, sondern die haben halt eingeschränkte Komponenten und können daher vielleicht nicht multiplizieren, vielleicht addieren können sie die meisten, aber die sind halt eingeschränkt in ihren Funktionsmöglichkeiten. Okay. Was ist die Annahme? Also, dass die Computer, wie gesagt, alle die gleichen Grundbedingungen haben. Ein Speicher kann speichern, ein Addierer kann addieren,
Output-Input Interface passes data from a processor to the outside world regardless of the nature of the computer in which they are embedded. Das heißt, das Interface, das letztlich von so einer CPU bereitgestellt wird, ist gleich mächtig, ob das Gerät jetzt groß, klein, schnell oder langsam ist, aber das Interface und die Berechnungsmöglichkeiten, also der Raum der Lösung, ist gleich groß. Haben Sie das auch schon gelernt? Gibt es mehr Probleme oder gibt es mehr Lösungen oder wie ist da der Zusammenhang? Also wie viele Lösungen, wie viele Programme kann es geben? Theoretische Informatik vielleicht. Oder? Also wie viele Programme können Sie schreiben? Also oder allgemein, wie viele Programme können geschrieben werden? Gibt es da ein Limit? Genau, eigentlich nicht. Aber es gibt eine Besonderheit. Es gibt abzählbar viele Programme. Also jedes Programm, das Sie haben, können Sie quasi durchnummerieren. Jede Buchstaben, den Sie setzen, sagen wir mal, Sie generieren in einer allgemeinen Programmiersprache mit so einer Grammatik irgendeinen Text und ein Teil davon sind Lösungen, aber es sind immer abzählbar viele Lösungen, abzählbar unendlich viele Lösungen, weil Sie theoretisch jede einzelne Lösung durchnummerieren könnten. Ja, nehmen Sie einfach an, es gibt x viele Lösungen mit nur einem Zeichen Programmiercode, es gibt y viele mögliche Lösungen mit mit zwei Zeichen und so weiter. Das können Sie halt eigentlich durchnummerieren. Aber bei den Problemen gibt es überabzählbar viele. Also das heißt, es gibt auch unendlich viele Probleme, aber die sind nicht abzählbar. Das heißt, zwischen je zwei Problemen, nehmen wir mal die reellen Zahlen, also vielleicht ein bisschen abwegig, also die rationalen Zahlen, also Q, das sind ja die Brüche, die sind unendlich, da haben wir abzählbar unendlich viele, aber bei den reellen Zahlen gibt es überabzählbar viele. Das heißt, immer wenn Sie zwei reelle Zahlen nehmen, gibt es in der Mitte noch unendlich viele. Das heißt, auch bei den den Problemen gibt es quasi genauso überabzählbar viele Probleme. Es gibt mehr Probleme, als es quasi Lösungen gibt. Und was ich Ihnen sagen will mit so einer Rechenarchitektur, das Ziel ist, dass das Interface, das Sie bereitstellen, gleichmächtig ist. Also Sie können dieselben Probleme berechnen, Sie können dieselben Lösungen drauf laufen lassen, ob Sie es, das unterscheidet sich später, wie schnell es läuft und so, aber theoretisch ist es derselbe Lösungsraum, den Sie abdecken können. Genau, was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Computern, wie die Module miteinander verbunden sind und the way the computer system is controlled by the programs. In short, computer architecture is a discipline devoted to the design of highly specific and individual computers from a collection of common building blocks. Das heißt, Sie haben da verschiedene Building Blocks, also was weiß ich, aus dem Memory-Bereich haben Sie SSD und Sie haben HDD und Sie haben noch irgendwelche Caches. Und Sie haben in CPU haben Sie dann Addierer vielleicht, Sie haben vielleicht Multiplizierer, Sie haben vielleicht Bit-Shift oder so, ich weiß nicht, irgendwie. Sie haben, irgendwie so eine Verbindung zu I.O. Und auch bei I.O. haben Sie da verschiedene Zugriffsmöglichkeiten, wie Sie da kommunizieren können. Und das, was letztlich gemacht wird, ist, dass man schaut, wie kombiniere ich verschiedene Elemente aus diesen Komponenten und baue mir meinen Computer zusammen, der im Interface quasi dieselbe Funktionalität, dieselbe Möglichkeiten bietet wie die anderen. So, eine andere Definition. Also, das betrachtet Architektur. So, the term architecture is used here to describe the attributes of a system as seen by the programmer. Das heißt, hier geht es mehr ums Interface, ja, also was bietet mir das Interface des darunterliegenden Rechners? That means the conceptual structure and functional behavior, also das, was quasi, wie es sich verhält. Also das kann hier vielleicht Blackbox sein, aber darunter ist mir eigentlich egal, aber ich will quasi sehen, wie verhält es sich, wenn ich darauf zugreife. As distinct from the organization of the data flow and controls, the logical design and the physical implementation. Ja, also entgegengesetzt zu der Organisation der Datenflüsse intern und der Kontrollen intern und des logischen Designs intern und der
physischen Implementierung. Also das ist eigentlich vielleicht diese zwei Sichtweisen. Ja? Also Organisation ist bottom-up. Ja? Also Sie haben hier verschiedene Komponenten. Und daran ist gefordert, dass egal wie Sie diese Komponenten kombinieren, Sie wollen ein Interface bereitstellen. Also bottom-up wollen Sie quasi mit der Rechnerorganisation ein Interface bereitstellen. Und mit der Rechnerarchitektur ist es mehr die Sicht von oben. Das ist hier die Blackbox. Aber Sie wollen quasi, dass das Interface bereitgestellt wird. Na gut, also früher war das wichtig, irgendwie das zu unterscheiden. Mittlerweile ist es ziemlich ineinander übergegangen. Mittlerweile ist halt beides wichtig, also heute oft synonym. Also es geht darum, A, welches Interface bietet mir mein Rechner an, also wie kann ich es nutzen, und B, wie ist es, aus welchen Komponenten ist es aufgebaut. Naja, einmal so zu der begrifflichen Einordnung. Genau, und das werden wir dann auch machen. Wir werden halt also in die Komponenten hineingehen und schauen, aus welchen Komponenten besteht es und wie werden die zusammengesetzt. Also wir gucken etwas in die Organisation rein. Wir schauen aber auch an, wie dieses Konglomerat von Komponenten genutzt wird, welche Features, welche Funktionalität es bereitstellt, sodass es wieder von anderen Komponenten genutzt werden kann. Okay, erstmal so zu dem Begriff. So, und jetzt, wenn man so Komponenten hat, dann ist immer die Frage, wie handhabt man das? Ja? Also wie kann man irgendwie die Komplexität, die es da geben kann, vereinfachen? Und wenn es Komplexität gibt und eine breite Fülle von Optionen, gerade was die Komponenten angeht, was weiß ich, so ein Speicher-SSD ist ja was ganz anderes als ein Addierer in der CPU, muss man da irgendwie Struktur reinbringen. Und eine Art Struktur da reinzubringen, ist, indem man das eben wieder wie in Kone, in Kommunikation, Netze, in Schichten einteilt, die es einem erlauben, verschiedene Interface-Sichten einzunehmen. Ah ja, genau. Dazu vielleicht ein Auszug aus einem Buch, und zwar von dem Tannenbaum. Das ist ein Autor, ich glaube, der ist auch hier in OLAD verlinkt. Kann ich mal kurz aufgreifen, wenn meine Maus gehen würde. Na, da. So, gehen wir mal kurz in OLAD rein. Das schließen wir mal. Genau, wo ist der? Genau, Rechnerarchitektur Tannenbaum. Das ist eigentlich, hätte ich vielleicht nochmal aufgreifen sollen. Oh, es gibt eigentlich neuere Versionen, glaube ich. Also der hat sehr viele Standardwerke geschrieben. Der Andrew Tannenbaum, einmal Rechnerarchitektur, moderne Betriebssysteme und Computernetze. Sehr grundlegende Betrachtung letztlich. Das ist ein sehr gutes Buch, wenn Sie da mal reinschauen wollen. Und Patterson Hensey ist auch sehr gut, Rechnerorganisation Entwurf. Ja, vielleicht nutze ich mal die Gelegenheit, mal kurz auf die Bücher einzugehen. Das ist auch ist natürlich jetzt Ein-Stern-Bewertung. Das gucken wir mal weg. Nein, also das geht da auch ganz gut hinein. Also das sind so die Standardwerke gerade in den amerikanischen Universitäten. Achso, sorry. Und was da auch ganz gut ist, ist, es gibt hier noch leichtere Einstiegsmöglichkeiten, aber mal ernst, wie viele von Ihnen haben bereits im Studium für eine Vorlesung ein Buch sich ausgeliehen? Eine Person, sehr gut. Das ist gut, schauen Sie da mal ruhig rein, weil Sie können ja dann vielleicht, selbst wenn Sie nur querlesen und mal schauen, ob ich nicht was Falsches erzählt habe oder ob das irgendwie übereinstimmt, manchmal ist es einfach. Machen Sie mal die Challenge, ja, also leihen Sie sich mal ein Buch aus, diesen Tannenbaum zum Beispiel, und thematisch ist es ja auch ähnlich aufgebaut, also wir gehen ja auch diese Schichtenmodelle so durch und blättern Sie da einfach mal während der Vorlesung, sondern einfach mal zu Hause, wenn Sie das nacharbeiten, bei der Übung mal durch und gucken, überfliegen Sie mal, ob wir das grob das Richtige erzählt haben. Hier ist noch eine Literaturangabe, die vielleicht ganz interessant ist. Dieses Intel Software Developer Guide, wenn Sie mal wirklich ganz ins Detail gehen wollen. Das ist so eine Anleitung für Software Developers, wie der Intel Prozessor aufgebaut ist.
mit übersichtlichen mehreren tausend Seiten. Also das geht da natürlich nicht darum, dass Sie das jetzt im Detail wissen, aber es hat 5000 Seiten, aber da kann man schon mal einen Eindruck bekommen, das geht wirklich über tausende von Seiten, sehr ins Detail, wie das funktioniert. Und später, wenn man da mehr in diesem Bereich arbeitet, dann ist es sowieso essentiell. Aber einfach nur mal ein Gefühl zu bekommen, wie tief man da also ins Detail gehen kann. Na gut. Also, erstmal zu diesem Schichtenmodell. Ja, gerne. Nochmal, ich habe was? Ach, Building Blocks, ja. Also, das sind Bausteine. Also, es ist eine CPU, werden wir auch sehen, und auch ein Speicher besteht aus kleineren Bausteinen. Ja. Und viele Prozessoren unterscheiden sich zum Beispiel darin, welche Bausteine sie verwenden, wie viele Bausteine sie verwenden. Also, ich weiß nicht, ich gucke mal kurz. Also, nehmen Sie mal an, Sie wollen einen einfachen CPU bauen und diese CPU soll Befehle unterstützen, sodass Sie zwei Zahlen addieren können. Dann brauchen Sie einen Baustein der digitalen Logik, also so Gatter, die addieren kann. Dann haben Sie einmal diesen Baustein des Addierers, den können Sie dann einplanen in die Architektur. Dann wollen Sie auch multiplizieren können, dann brauchen Sie auch einen Baustein. Dann wollen Sie, was macht man da noch? Subtrahieren, also sind alles, oder in den Speicher schreiben. Und dann denken Sie sich, naja gut, wenn ich nur eine Additionskomponente einfüge, da kann ich ja nur zeitgleich einmal addieren, da kann ich nicht ein zweites Mal. Also wenn ich mehrere Befehle gleichzeitig vielleicht machen will, dann kann ich das ja nicht. Also bauen Sie einen zweiten Addierer rein. Und da bauen Sie, also das sind so Bausteine, die am Ende eine CPU ausmachen. Also eine CPU ist wie so ein Lego-Element, wie so ein Lego-Bild. Oder ich sage es mal anders, Bausteine oder, also nee, ist wieder dasselbe, Klemmbausteine. Naja, also jedenfalls haben Sie, können Sie sich das so vorstellen, Sie haben das Interface definiert, da werde ich jetzt drauf angehen. Und wie Sie das umsetzen in der darunterliegenden Schicht, das ist Ihnen überlassen. Und da gibt es sehr viele Lösungsmöglichkeiten. Ich gehe mal kurz auf das Schichtmodell ein, dann wird es vielleicht leichter. Also, wo beginnen wir denn? Ja, beginnen wir mal hier. Also, wo beginnt das? Also, wir beginnen Ebene 0. Wir werden auch in der Vorlesung auch bei Ebene 0 beginnen. Da haben Sie nur digitale Logik, also sowas wie, Sie haben hier ein UND-Gatter, also A und B, ja, das ist gleich C. Ja, also Sie beginnen wirklich mit so Low-Level-Sachen und dann haben Sie vielleicht ein OR, das ist so die Darstellung vom OR, A, OR, B, oder Sie haben ein NICHT, A, das ist not A. Also beginnen mit wirklich Low-Level-Gattern, also wirklich binäre Arithmetik, Boolean-Arithmetik, also XOR haben Sie dann noch, XOR und Sie haben NOR und dann haben Sie vielleicht noch Kombinationen davon, ja, dass Sie vielleicht das zusammensetzen. Nö, eigentlich war es das schon fast. So, und dann wird das zusammengefügt in, also dann aus diesen Komponenten, ja, wenn Sie ein UND-Gatter haben und ein ODER-Gatter und sowas, da können Sie daraus schon erste größere Komponenten bauen, wie ein Addierer. Also da haben Sie ein Addierungsmodul und dann haben Sie vielleicht ein Multiplikationsmodul, das dann quasi nicht mehr nur A und B als Input nimmt, sondern vielleicht 32-Bit und 32-Bit.
Wenn Sie 32 Bit-Zahlen addieren, wie groß kann die Zahl höchstens sein, die rauskommt? Werden wir betrachten, aber grobe Schätzung. Naja, die kann höchstens doppelt so groß sein wie 32 Bit und doppelt so groß heißt 33 Bit. Ja, sorry, das ist alles so gekrakel. Das liegt am Stift, ja, also das ist. So. Naja, 33 Bit. Wir werden sehen, wie das verarbeitet wird. Also Sie können dann größere Elemente machen. Oder Sie werden auch heute noch einen Flipflop kurz angucken. Was ist ein Flipflop? Das ist ein Speicher. Also irgendwie der quasi einen Zustand A oder B dann eben speichern kann und später abrufbar gestaltet. Und dann haben Sie halt so kleine Komponenten. Und diese kleinen Komponenten werden dann meist zusammengefasst in größere Komponenten, also arithmetisch-logische Einheit. Die kann nicht nur addieren, multiplizieren, die kann auch dividieren, die kann auch subtrahieren. Sowas halt. Und da kommen 32-Bit rein, 32-Bit rein und wir werden, ja, wir gucken mal, schreiben wir es mal so. Naja, und dann haben Sie halt diese Komponenten. Und diese sind irgendwie schon miteinander verbunden. Also es gibt hier auch irgendwie einen Zugang zum Speicher. Das ist diese Mikroarchitektur. Da werden wir uns viel aufhalten in der Vorlesung. Und also das ist hier Gatter. Dann gibt es hier diese sowas. Diese zusammengestellten größeren Einheiten, sodass sie eigentlich haben sie hier das Interface. Sowas wie Ich nenne es mal Arithmetik. Ach, einen Moment. So. Arithmetik. Speicherzugriffe. Sowas. Also das bieten sie an mit der Mikroarchitektur. Also digitale Logik bietet quasi an Gatter. Ja, das ist auch hardwaremäßig. Also das ist jetzt nicht wirklich ein echtes Interface. Die Mikroarchitektur bietet an, gib mir 32 Bit hiervon und davon und ich gebe dir das Ergebnis. Oder gib mir die Adresse, wohin ich was speichern soll und welchen Wert und ich speichere es dort. Das ist das Interface, das bereitgestellt wird. So, und die nächsthöhere Ebene ist dann diese Befehlssatzarchitektur. Also, wie wird das hier in dieser Ebene 1 gemacht? Naja, da müssen Sie wirklich Strom auf bestimmten Leitungen anlegen, damit das Richtige rauskommt. Ja, und das ist ziemlich, also Sie werden, es können es ja nicht nutzen Sie können ja nicht manuell die Ströme anlegen, sondern das nächsthöhere Interface ist diese Befehlssatzarchitektur, dass quasi man eine höhere Sprache hat, die kodiert, wir wollen jetzt addieren. Also ich schreibe es mal hin, das soll addieren bedeuten. Das soll Store bedeuten und so weiter. Also, und wie wird das signalisiert? Man muss quasi die Überbrückung finden. In der Mikroarchitektur muss man ja wirklich auf bestimmten Leitungen Ströme setzen. Und das macht man, indem man hier quasi angibt, auf welchen Leitungen sollen Ströme gesetzt werden. Das ist so eine Art Befehlssatzarchitektur. Diese Bitfolge wird interpretiert als Ströme bitte hierhin und dorthin setzen, damit man addiert, damit man speichert. So, gut. Dann wird das vom Betriebssystem genutzt. Also das Betriebssystem ist das erste Programm, das wirklich individuell dann ist. Also bis hierhin, Befehlssatzarchitektur, ist es quasi alles Hardware und wie werden die Ströme gesetzt, damit ich addiere, damit ich speichere. Und nun gibt es das Betriebssystem, das ist so clever, das kennt diese spezifische CPU. Es weiß genau, okay, wenn ich jetzt die Bits an die CPU so setze, also die Leitung für die CPU auf so diese Spannung setze, dann addiert er. Das ist so die Leistung der CPU, dass sie eben genau weiß, wie sie die CPU verwenden kann, das Betriebssystem, wie sie die CPU verwenden kann, damit quasi so ein Grundprogramm läuft, so eine Art, so ein Start erfolgen kann. Naja, und dann nächsthöhere Ebene, dass nicht nur das Betriebssystem das nutzen kann, sondern auch Programme das nutzen können. Das heißt, Sie können eine Excel-Datei haben, die es für
X86-Prozessoren spezifiziert. X86-Prozessoren haben die gleiche Konvention, was diese Bitfolgen bedeuten. Und sie können da quasi Programme ausführen in Maschinencode. Also alles, was im Maschinencode quasi vorliegt, kann über das Betriebssystem ausgeführt werden. Und damit Sie selbst nicht in Nullen und Einsen tippen müssen, gibt es eben eine Assembler-Sprache. Da können Sie sagen, add, was weiß ich, 1 und 2 und das Ergebnis soll in Register 1 geschrieben werden. Ja, und dann wird da eben 3 reingeschrieben. Und diese Assembler-Sprache, dieses add wird übersetzt in eine Bitfolge. Was war das hier? 0, 1, 0, 1, 1. Das hier wird irgendwie übersetzt. Und Register 1 wird auch irgendwie übersetzt. Ja, ich mache da irgendwie mal was. So, und das wird quasi ans Betriebssystem übergeben. Also das ist der Inhalt der EXE-Datei. Also Sie haben das hier geschrieben als Mensch. Wenn Sie es assemblieren, kommt dieser Maschinencode raus. Der Maschinencode wird ans Betriebssystem übergeben und dann eben auf den Prozessor ausgeführt, weil er genau weiß, der Prozessor, wie er das hier interpretieren muss und die nachfolgenden Bits. Also jetzt erstmal so ganz großer Crashkurs, ja, also wir werden natürlich voll ins Detail überall gehen, aber jetzt nur, damit Sie mal einen groben Überblick haben. So, und damit Sie auch nicht in diesem Assembler programmieren, haben Sie da quasi höhere Programmiersprachen, Python oder so, und da schreiben Sie hin, was weiß ich, Variable x gleich 1 plus 2 oder so, keine Ahnung. Auf Python-Ebene. So, und da sehen Sie quasi die Interfaces top-down und bottom-up. Das heißt, wenn Sie in Python das hinschreiben, x gleich 1 plus 2, ja, lassen wir mal das Variable weg. So, x gleich 1 plus 2. Und das, ja gut, Python wird jetzt vielleicht nicht kompiliert. Nehmen wir mal an, das ist Java. Nehmen wir mal an, das ist Java. Int. So. Das wird dann kompiliert, das wird dann übersetzt, ja, was auch ein schlechtes Beispiel, da gibt es nämlich Bytecode. Na gut, das soll C sein, ich weiß jetzt nicht, wie die, nehmen wir mal an, das ist C. Das wird dann kompiliert, das heißt, aus dieser High-Level-Sprache wird, sagen wir, Assembler erzeugt. Aus Assembler, prozessorspezifisch, wird übersetzt eine Programmiersprache, die quasi 1 zu 1 ist, aber nur also Binärzahlen verwendet, 0 und 1. Also das, für Add gibt es einen klaren Code, den die CPU kennt, was quasi Addition bedeutet. Das Betriebssystem gibt es quasi an die CPU weiter irgendwie. Das werden wir uns ansehen, wie das funktioniert. Und die CPU schaut nach, aha, wenn also dieses 01011 kommt, dann muss ich bei mir folgende Datenflüsse freischalten. Das werden wir auch sehen, wie es funktioniert. So dass eben die Zahl 1 und 2 addiert wird und danach in den Speicher geschrieben wird. Und noch weiter intern funktioniert es eben über die Gatter. Genau, also das sind die ganzen Schichten und wir werden uns jetzt bottom-up so ein bisschen hocharbeiten. Wir werden aber hauptsächlich uns so hier beschäftigen, so in diesem Bereich. Genau. Und dann, wenn Sie das einmal dann können, dann wissen Sie alles, wie so ein Rechner funktioniert, nicht nur wie ein Rechner funktioniert, sondern wie Rechner allgemein funktionieren. Dann können Sie da quasi einschätzen, welche Leistungsversprechen realistisch sind vielleicht, wenn Sie einen Rechner kaufen, wenn Sie Embedded Systems haben. Sie können wirklich verstehen, wenn Probleme auftauchen, wo könnten die entstehen, weil Sie eben wissen, wie der Ablauf quasi bei der Ausführung ist. Und wenn es dann später weitergeht, dann natürlich auch Sicherheitseinblicke bekommen. Wie können Probleme entstehen, weil es eben keine Blackbox mehr ist, wie ein Rechner funktioniert intern, sondern Sie wissen, welche Komponenten überall involviert sind und Sie können dann quasi nachvollziehen, was intern vielleicht schiefgehen kann, was in Sicherheitslücken ausgenutzt werden können. Viele nutzen das, also später in der Entwicklung Software Engineering nutzen das für Leistungsoptimierung, weil sie genau wissen, wo ein Bottleneck stattfinden könnte, wenn ihr Code langsam ist, weil sie eben wissen, wie intern das verarbeitet wird. Ja. Gerade auch Fehlersuche, IT-Sicherheit kommt da zusammen,
Das ist das Gleiche irgendwie. Wenn irgendwas nicht funktioniert in der Ausführung, dann kann man leichter einordnen, weil man eben, das ist halt dann bekannt, wie es ausgeführt wird, keine Blackbox, und es ist dann bewertbar. Codeoptimierung, Sicherheitsfragen, das gehört eben genau zusammen. Geräteauswahl. Wenn Sie beim Speicherbaustein, Sie wollen RAM kaufen für Ihren PC, ja, also Arbeitsspeicher, und da sind da irgendwie 5 Zahlen angegeben, 27, 7, 7, 5 oder so. Was bedeutet das? Oder wenn Sie ein CPU haben, i5 gegen i7, was ist denn der Unterschied bei Intel-Prozessoren? Oder, wie gesagt, Sie haben ein Gerät mit 4 Kernen, einen mit 8 Kernen, der eine hat, der mit weniger Kernen hat mehr Gigahertz, der andere hat weniger Gigahertz. Was bedeutet das? Das können Sie dann eben bewerten. Okay. Genau, soweit zum Crashkurs. Also wie gesagt, wir gehen jetzt top-down. Also vom Aufbau her haben wir jetzt erstmal einen Überblick, so ein bisschen Historie und dann von Neumann. Und danach, aber nicht mehr heute, genau, beginnen wir quasi ganz unten mit den digitalen Schaltungen. Ganz, ganz kurz, das hatten Sie ja, glaube ich, in IQ. Schauen aber eher dann an, wie sie dann zusammen komponiert werden. Also wenn Sie jetzt also ein Gatter haben, Addierer draus bauen, danach größere Komponenten wie so eine arithmetisch-logische Einheit, die quasi Berechnungen durchführen kann, nicht nur addieren, sondern auch multiplizieren. Wie geht es dann weiter? Das schauen wir uns dann später an. So, historischer Überblick. Das sind so 4, 5 Folien. Stimmt das? Ja, und dann How to make a CPU. Das ist da auch ganz interessant. Vielleicht ziehe ich das noch etwas vor. Genau. Also, historischer Überblick. Also, halten Sie da immer im Hinterkopf, was ist das Programm, was ist der Speicher und was ist der Berechnungsraum? Also, was können Sie damit berechnen? Ja, wie hat sich das entwickelt? Früher hatte man so einen Abakus, ja, vielleicht. Ach, hier kommen die ja noch im Detail, vielleicht gehe ich da gleich rein. Da haben Sie einen Abakus, da können Sie dann Zahlen, also so diese Holzbällchen von links nach rechts ziehen. 600 vor Christus, was können Sie damit berechnen? Mal gucken, was haben Sie für Ideen, was kann man damit berechnen und was kann man damit nicht berechnen? Naja, Sie können halt Zahlen addieren bis zu, naja, 5 Stellen oder so, 10 Stellen. Im Best Case, Sie haben vielleicht einen Speicher, weil Sie, je nachdem, wo Sie die Holzwürfel, Holzkugeln positionieren, da eben sich was dazu denken, was das bedeutet. Aber offensichtlich können Sie damit nicht alles berechnen, also Wurzeln oder so können Sie nicht. So, dann gab es eine Rechenmaschine, genau, auch aus Holz gefertigt, 1623, genau, für 6-stellige Addition und Subtraktion, aber halt nur das. Also das ist quasi das Programm der Berechnung, also Addition und Subtraktion ist fest quasi in dem Holzkonstrukt eingebettet, das kann nur eine Sache. Sie ziehen dann hier quasi irgendwie die Zahlen raus und rein und da den anderen Summanden, und hier haben Sie noch Einstellmöglichkeiten, und dann wird dann eben basierend auf den Eingaben mechanisch das berechnet, was eben die Addition oder Subtraktion war. Sie haben aber keine Freiheit, also Ihr Lösungsraum, den Sie damit abdecken, ist sehr eingeschränkt, offensichtlich. So, dann, ein paar Jahre später, 19 Jahre später, dann gibt es eine Rechenmaschine von Blaise Pascal für 8-stellige Addition mit automatischem Übertrag. Das ist schon mal eine Weiterführung mit Übertrag noch. Aber das Ganze ist wieder in einer Hardware-Konstruktion gefangen. Das heißt, Sie können nur das machen, Sie können nur addieren. Und nicht erweiterbar, also eingeschränkt. Also genau, auch nicht prüfungsrelevant hier. Ich will es nur mal ergänzend sagen. Dann, genau, ein paar Jahre später, gibt es jetzt für alle 4 Grundrechenarten was. Nutzt intern noch ein bisschen die binäre Arithmetik, wieder auf Arithmetik rein begrenzt und auch sehr, ja, also
das Interface, wozu man es nutzen kann, was es anbietet, ist sehr eingeschränkt. Ja. Vielleicht in dem Kontext die Fragestellung von Turing Complete, sagt Ihnen das was? Also Turing Vollständigkeit? Das ist quasi, weil ich sage jetzt immer, der Lösungsraum ist eingeschränkt, der Lösungsraum wäre vollständig. Also Turing Completeness bedeutet, dass man quasi, das ist ein Lösungsraum, den man erarbeiten, berechnen kann, der derart gestaltet ist, das ist so das, was berechenbar ist aus unserer aktuellen Perspektive unter der Einschränkung des, unter der Einschränkung des P ungleich NP. Also jedenfalls, das ist das, was berechenbar ist, und wenn Sie ein Problem haben, dann haben Sie immer eine Rückführung dieses Problems auf ein anderes bekanntes Problem, ist, auf ein anderes bekanntes lösbares Problem, das auch in diesem Lösungsraum ist. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Multiplikation haben, dann können Sie das zurückführen auf Addition. Und wenn Addition quasi im Lösungsraum ist, dann ist auch Multiplikation im Lösungsraum, weil Sie das darauf zurückgeführt haben. Und alle Operationen und alle Probleme, die wir so kennen, alle Algorithmen lassen sich auf so einen gemeinsamen Basis-Lösungsraum zurückführen. Und das ist dann quasi der Turing-komplette Lösungsraum. Damit können Sie dann quasi alles berechnen, was berechenbar ist mit von Neumann-Rechnern. Aber nicht alle Maschinen sind eben Turing-complete. Manche können nur einen Teilausschnitt davon berechnen und sind halt eben eingeschränkt. Genau, und diese Maschinen sind halt derart eingeschränkt, dass sie eben nicht den vollständig von uns jetzt berechenbaren Problemraum oder Programmraum quasi einnehmen können. Genau, so ein erster Rechenautomat mit programmierbarer Steuerung, also wo man quasi nicht mehr an die Holzkonstruktion gebunden war, wurde eben von Charles Babbage eingeführt. Ada Lovelace ist immer auf den GI-Postern, schrieb eins der ersten Programme. Ja. Genau, also was da hinzukam, ist, dass plötzlich nicht mehr in dem Holzkonstrukt das Programm festgeschrieben war, sondern dass man das derart manipulieren konnte, sodass, wenn Sie vielleicht zwei Input-Daten geben, der nicht nur einfach einmal addiert, sondern auch zweimal addiert oder so, oder dreimal eine andere Operation auf diesen Ziffern vollzieht. Also Sie konnten dann die Möglichkeit, ein Gerät für verschiedene Programme zu nutzen, was bei diesen allen zuvorigen Vorgängergeräten nicht der Fall war. Da hatten Sie nur ein einziges Programm in der Hardware quasi festgegossen oder in dem Holz festgeschnitzt, und jetzt konnten Sie es plötzlich verändern. Und diese Programme, die nahmen dann quasi an Komplexität zu, sodass die quasi dann in einer Speicherform festgehalten wurden, die Sie manipulieren konnten. Also Sie hatten dann, und das waren eben diese Lochkarten, was haben die Lochkarten gemacht? Da hatten Sie verschiedene, jetzt hätte ich vielleicht mal ein Bild davon haben sollen, jedenfalls diese Lochkarten, über die Lochkarten konnten Sie angeben, welche Operation als nächstes durchgeführt werden soll auf den Operanden, und damit, je nachdem, wo Sie die Stanzlöcher gesetzt haben, entscheiden, wie Ihr Programm aufgebaut ist. Genau, wir nähern uns dem Ende. Genau, also dann Konrad Zuse, genau, Z1, kam jetzt 41. Also das war so ein echter erste Rechenmaschine, noch mechanisch, ja, mit Ein- und Ausgabewerk, Rechenwerk, Speicherwerk, Programmwerk, das Programm als Lochstreifen las. Also so eine, es gibt auch das Zuse, Z1 steht, glaube ich, in Paderborn im Computermuseum, kann man sich dann anschauen. Und es war der erste funktionsfähige Digitalrechner. Sie werden sehen, sehr viele Städte oder Museen rühmen sich, irgendwie erste irgendwas Rechner zu haben. Deshalb ist die Adjektive, die da angehängt sind, immer sehr wichtig, weil jede Computermuseum hat dann den ersten funktionsfähigen vielleicht, den anderen den ersten aufgebauten, der dritte den ersten betriebenen, ich weiß es nicht, also sowas, so unterschiedenen. Genau, was Sie hier aber sehen ist, letztlich, was haben wir hier gegeben? Wir haben ein Rechenwerk, ich verwende jetzt mal die Begriffe, die wir kennen. Man hat irgendwie I.O., aber man hat quasi den Speicher
für Daten getrennt von den Programmen. Naja, und der von Neumann eben 3 Jahre später hat das zusammengelegt. Also bei dem liegen Daten und Programm im gleichen Speicher. Ja, also da sieht es dann eher so aus, CPU, Speicher, I.O. Und na gut, da gibt es vielleicht noch andere periphere Sachen, aber letztlich sind das diese, wurde der Speicher, wo die Daten liegen und wo die Programme liligen, zusammengefasst. Das war bei SUSE noch anders. Da war explizit eben die Programme extern. Das, was im Speicher lag, konnte nicht ausgeführt werden, sondern die Programme waren einfach auf die Papierlochstreifen gebunden. Naja. Okay. Genau, und eigentlich haben wir das Ganze hier weit, das ist auch unser Aufbau, wie unsere Vorlesung aufgebaut ist. Wir schauen ganz tief in die CPUs, I.O. greifen wir auf, Speicher greifen wir auf und ansonsten, nochmal hier reinzuschauen, I.O., Speicher, CPU nochmal und dann Virtualisierung, was letztlich auch Prozesse sind, die auf einem CPU aufgeführt werden. So, ja, Röhrenrechner gehe ich jetzt nicht drauf ein. Genau, also einfach mal so eine Entwicklung, wie es danach weitergibt. Es gibt 1955, also die ersten Geräte hatten so Röhren, also analoge Hardware letztlich. Also so ein Röhre hat quasi irgendwie erfassen können. Das war ein analoger Wert, wie viel Spannung drauf liegt. Manchmal ist es bei Musikliebhabern noch beliebt, irgendwie so Röhrenverstärker. Aber da wurde halt, je nachdem wie die Spannungsfüllung war, 0 und 1 gerechnet, aber letztlich war das analog, was dafür genutzt wurde. Und einzig die Transistoren, die werden wir auch noch aufgreifen in der Betrachtung von Bottom-up, die haben dann quasi das ganz digital gemacht. Genau, Transistoren, mittlerweile gibt es so 50, oh, da gibt es Billionen, also nicht mal Milliarden, sondern es geht fast schon in die Billionen an Transistoren pro Chip. Mittlerweile also sehr, sehr essentiell offensichtlich. Genau, dann Transistorrechner, Mainframe mit einem Magnetbandspeicher, Miniaturisierung, dann kamen die PCs auf, dann kam Vernetzung, dann kam Internet letztlich irgendwie, Cloud, Edge, Fog, Embedded. Jetzt gibt es den Trend zu Quantencomputern, also was die Rechnerarchitekturen angeht. Deshalb wäre es vielleicht da auch gut reinzuschauen, aber das sind so die Entwicklungen, die es so gibt. Okay, also das nur mal so zur Übersicht, also was für uns jetzt relevant wird und was für unsere Bausteine und für unsere Rechnerarchitektur relevant wird. Wir beginnen ab den Transistoren. Und werden uns dann quasi anschauen, wie daraus Gatter gebaut werden und wie aus den Gattern dann größere, also Addierer oder so gebaut werden. Aus den Addierern dann arithmetische, logische Einheiten, die quasi nicht nur addieren, sondern auch multiplizieren können und dividieren und so. Und wie daraus dann CPU gebaut wird und wie der intern funktioniert. Also wir beginnen bei den Transistoren und keine Röhren oder so. Genau, dann in dem Kontext von Rechnerarchitekturen ist immer eben auch der Gordon Moore eben zu nennen. Der benennt die Anzahl der Transistoren auf einem Chip. Genau, wie es sich entwickelt. Also anfangs, also irgendwie passt das nicht so ganz zusammen, weil eigentlich Operation pro Sekunde, naja, Moment, also eigentlich wollte ich hier drauf hinaus. Also es soll sich nach seinem Gesetz alle 18 Monate verdoppeln, 1,5 Jahre. Grafikchips sowieso. Und wenn man sich das mal so anschaut, dann genau, das ist jetzt geht so bis 2020 mit 50 Milliarden Transistoren, aber das hat seitdem ja noch weiter zugenommen. Und das sind ja nur die CPUs, also die Computerchips letztlich. Und die Grafikkarten, die haben noch mehr Transistoren, also die sind sehr spezialisiert für bestimmte Berechnungen. Da ist es immer noch weiter gegangen,
Wir werden uns auch ansehen, wie das genutzt werden kann, also warum das quasi noch bisher möglich war, wo vielleicht die physikalische Einschränkung dann irgendwann ist und wie es dann vielleicht weitergeht. Genau. Was ich dabei mitnehmen wollte, ist eigentlich zwei Videos, die fand ich ganz interessant, zu dem Themenbereich How to make a CPU. Da kriegen Sie schon mal jetzt zum Abschluss der ersten Vorlesung einen guten Einblick dazu, wie man das gestalten kann. Ich hoffe, das wird laut genug sein. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das hier verbunden haben. Ah ja, ich kann es über den Beamer ausgeben. Mal gucken. Na gut, dann stoppe ich mal die Aufzeichnung. Also, ich wollte nur kurz zeigen, wie quasi der Themenbereich sein wird. Also wir werden uns eben diese Chips anschauen, also den Aufbau der Chips anschauen, warum die so aufgebaut sind und letztlich die Hauptfrage wird sein, wenn Sie irgendein Programm bei sich ausführen, wie geschieht es, dass das irgendwie unten verarbeitet wird, wie kann es geschehen, dass Sie so viele Befehle gleichzeitig verarbeiten können, wie hat man über die gesamte Lebenszeit, also wie kann man Nutzen ziehen aus dieser großen Anzahl von Transistoren, damit letztlich, also man packt ja nicht Transistoren rein, einfach nur um mehr zu haben, sondern das Hauptziel ist eigentlich, dass man immer mehr Operationen pro Sekunde durchführt. Ja? Das können Berechnungen sein, das können Speichervorgänge sein. Das ist eigentlich das Hauptziel, dass man möglichst viele Operationen pro Sekunde abhandelt, damit man Anwendungen und Programme möglichst schnell bearbeiten kann. Und da werden wir die ganzen verschiedenen Tricks kennenlernen. Also man hat dann meistens eine technologische Entwicklung, da kommt man irgendwie an eine Grenze und dann hat man die nächste technologische Entwicklung, die das Ganze nochmal voranpusht. Und dann kommt man dann auch irgendwann an eine Grenze und dann hat man wieder so einen Trick gefunden, wie man das Ganze voranpusht. Und so werden wir uns dann durcharbeiten bei den CPUs, quasi wie quasi diese vielen, vielen Transistoren da genutzt werden können, wie die aufgebaut sind in CPUs. Und genau, das dann im Detail vertiefen. Ansonsten sind wir jetzt quasi mit der ersten Vorlesung durch. Ich werde hier noch nicht mit den Transistoren anfangen, sondern das greifen wir das nächste Mal auf am Mittwoch. Genau, ich freue mich auf Ihre Anwesenheit nächsten Mittwoch alle zusammen. Genau, also nehmen Sie die Vorlesungsaufzeichnung nur als Second Option. Genau, wir sehen uns dann. Danke, dass Sie da waren.